Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Phasmophobia. Heute wieder mit dem guten Lasse, Michael und unserer super Hobbyziege Peacemaker. Hallo. Hey. Hallo. So, also, wir haben das Farmhaus auf Profi. Also, schön zu sehen. Das eklige Farmhaus auf Profi. Ja, okay, das eklige Farmhaus auf Profi. Lassen Sie ein geistiges Salz laufen, das ist schon mal gut, dann nehme ich gleich schon mal Salz mit. Finden Sie Beweise für unerhörte Ereignisse mit EMF-Reader, also brauchen wir EMF-5, denke ich mal. Oder reicht auch schon eins oder zwei? Nee, da reicht schon zwei oder drei. Und also ein Teammitglied. Muss einmal piepen. Ja. Und ein Teammitglied Steven muss. Jones. Gruppe als auch alleine. Das ist ja angenehm. Ja. Also ich habe mal ein Buch mitgenommen und ich nehme noch Salz mit. Ja, ihr bedient euch einfach so. Ja, dann nehme ich mal EMF und Kruzifix. Wo brauchen wir Kruzifix? Brauchen wir gar nicht. Nö, Kruzifix brauchen wir nicht. Steven Jones. Auf und davon. Hallo Geist, willkommen. Eckstein, alles muss versteckt sein. Ich wette mit dir, der ist unter dem Dachboden. Ich wette auch Dachboden. War Dachboden. So, ich geh dann mal mit. Bist du hier? Ja, was ist das? Ey, du bist in der Gasse. Okay. Erstmal ein Foto verschwinden. Super geil. Ein Zeichen. Bist du hier? Wo bist du? Bist du Italiener? Nee, hier ist nichts, hier ist auch nichts. Hier geht jetzt nach draußen. Das ist ja ganz schäfe winkelig. Ich finde die Konstruktion dieses Gebäudes das auch. Naja, hier ist nichts. Ist irgendwie Knochen? Nee. Wir haben ja ein Holz. Ja, möchte ich Holz vor der Hütte. Nee, in man der könnte, Hütte. Wenn man es bräuchte, sich und warm machen. Jo. Was ist mit einer Wunde? Ich habe jetzt ausgefunden, finde ich. Okay. Und genau deswegen möchte ich Holz in der Hütte. Oh, ich habe keine Tür. Und es war in diesem Haus, wo ich gestern Hardcore gestorben bin, oben. Ganz hinten. Hier könnte ich eigentlich sein. Ich habe wirklich in der Tür abgeklappt. Ich habe den Knochen. Okay, wo hast du den Knochen gefunden? Oben auf dem Dachboden wieder, hä? Oben im Bad. Und ich bin nach innen gegangen und ich hab's nicht gesehen. Erst wie ich ins andere Zimmer gegangen bin, hab's gesehen. Ah, da ist ja ein Knochen. Hier. Hab ihn. Kaum gefunden. Wo ist der Raum? Ja. Essen. Also wenn man hochkommt. Wir könnten ihn das gerade haben. Wir haben 0,5. Ich habe kein EMF. Kommt noch. Einfach in den Raum. Was? Ja, wir haben minus gerade. 0,4 minus. 0,5 minus. Cool. Chris Salz. Wo bist du? So, ich komme gleich wieder. Ich muss meine Nase läuft hart. So. Wie alt bist okay. du? EMF 3. Schreib uns gut. Deine Frau. Reagiert ihr jetzt nur auf alleine oder wenn wir zusammen sind? Auch beides. Ah, gut. Aber ich kann einfach, komm, ich guck mal was da auf der Kamera oder so. Gib uns ein Zeichen. Okay, dann tragen wir das Klemmo ein. EMF5. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Okay, wir haben Gefriertemperatur. Ein Phantom, eine Banshee und das war's. Phantom oder Banshee. Also, wir haben noch Gefriertemperatur. Es kann auch Benji oder Phantom sind.
Brauchen wir für Benji oder Phantom nicht die Orbs? Er kommt. I'm back. I'll be back. Okay, jagt aber nicht. Hat er eine Kamera nicht mitgenommen? Ich geh gerade eine holen. Naja, sehr schön. Ich habe mal nach Fingerabdrücken gescannt, da war leider nichts. Hello again, it's me. Ist gerade 6 Aktivität. Okay, ich guck, dass ich gerade. Soll ich vielleicht die Kamera so stellen, dass sie reinhält? Das ist die ganz beschisse Stelle hier. Haben wir kein Stativ? Ich hab gerade nicht Bock gehabt. Alter, die kratscht mir doch ins Ohr hin, das gibt's bald. Easy. Ich wurde vom Geist gemacht. Wir brauchen jetzt nicht. Cool. Haben wir Geisterbubbles? Haben wir Geisterbubbles? Was haben die jetzt eigentlich alles? Ja, soll ich auch gerade fragen. Also, wir haben Geisterarten, also Gefriertemperatur und EMF 5. Das heißt entweder der Phantom oder Benji. Ah, okay. Ah, und oh, Geisterorbs haben wir. Oh, okay, okay. Ein Phantom. Ein Phantom. Oh, wir haben schon alles erfüllt. Ey, das ging immer flott. Jo, sehr gut. Dann alle Phantome rein und ab. Art. Ja, hat jeder Phantom drin? Ich hab Phantom drin. Dann Abmarsch. Easy. Go easy life. Nee. Oh, 225 Bucks, das ist doch gut. Oh, holy shit. Frage mal in die Allgemeinheit, wer ist denn jetzt Event, wer ist denn Zeuge vom Event war? Ah, muss einer von dir oder Pisi gewesen sein, weil ich war kurz auf Kack, muss ich telefonieren. Ah, okay. Was war jetzt wer? Zeuge des Geister-Events. Ach so. Ja, stimmt, ich hab den mal gesehen vorher. Also der ist, als ihr raus wart, hat er sich ein wenig bereit gemacht. Richtig casual, ja, den habe ich 5 einmal gesehen, so, der war so ganz kurz. Ja, ist halt so an mir vorbeigegeistert. Sanity Pills schon voll, Geisterbuch können wir noch einmal Blicklicht. Wieso habe ich kein Stativ mehr? Weil ich erst mit einem gestorben bist, mal? Ja, also ja, ich bin jetzt gerade am Mittwoch beim Stream bin ich öfter mal. Hat's mich ein. Das eine hat wirklich Geld gekostet. Ich bin auch schon wieder bei 12.000, 1200. Wir haben jetzt mehrere Sachen. Also wir haben jetzt die Tanglewood Street auf Profi. Was haben wir noch? Nochmal auf Farmhouse, also Roadhouse, nochmal auf Profi. Was habt ihr lieber? Mann, du hängst dann noch mal dran an einer Folge. Ja. Dann würde ich auch sagen, Tanglewood Street. Aber Tanglewood hat sich gut an. Bright. Welchen Bewegungssensor? Müsste ich jetzt gucken? Bewegungssensor? Nö, haben wir keinen drin. Ich hab 2 hinzugefügt. Okay, jetzt. Super.
Nice. So, jetzt muss nur noch der PC ready sein und dann können wir loslegen. Mhm. Los geht's. Achte auf entfernte Geräusche. Ja, das Schöne ist, wir können uns jetzt noch unterhalten. Game machen? Jemand der mich überhaupt? Ohr hustet. Corona. Ja, genau. Der Geist ist sicher, die Mindestabstand nicht. Und die sowieso nicht. Also die Geister sowieso nicht. Die kommen sogar so nah, die fummeln der sogar im Gesicht rum. Leck. Ja, ja, es werden alle drin sind. Gut, dass wir den Bewegungssensor dazugefügt haben. Was ist das? Bewegungsmelder? Ja, ja, gut, dass wir noch dazugefügt haben. Gut, ich bewache mich dann wieder mit dem Salz. Kruzifix muss einer mitnehmen und Bewegungssensor halt. Die gute heißt Lisa Jackson. Dann nehme ich Buch und Kruzifix mit. Dieser Geist erscheint sowohl auf Gruppen als auch wie jemand, wo alleine ist. Haben wir schon ein Thermometer? Oder haben wir es vergessen? Ich glaube, das haben wir vergessen. Also, wir das vergessen. Easy Challenge has begun. Brauchen wir irgendein Thermometer? Nö. Ja. Go, go, Power Ranger! Thermometer kommt so. Überflüssig. Salz, und ja, was habe ich noch? Da brauchen wir noch. Wir sind so heiß, das ist einfach. Das kannst du nicht messen. Der Geist ist so heiß. Ich meine, Gefriertemperaturen sieht man auch ohne Thermometer. Und wir haben ja keinen Challenge, dass wir irgendwo was. Ihr seid Chaote. Mach Geräusche, wir haben das Thermometer vergessen. Also gib uns irgendwann Zeit. Sag uns bitte, wo du bist. Ja, bist du hier? Gib uns ein Zeichen. So Knuddel. So Knuddel. Ich werden. Ja. Oh, okay. Okay, gehen wir in die Küche. In die Küche, Lord. Wo bist du? Okay. Küche. So. Ah, Mist, jetzt habe ich es vergessen, vor die Kaffeemaschine zu machen. Nein. Naja, was soll's. Schreib in das Buch. So, also, wir haben schon aber mal brav. Sprachbox. Ja. Bist du hier? Was bist du? Hill sagte. Okay. Naja. Hi, du Kid. Parade Kid vielleicht. Nee. Schreib in das Buch. Achso, fällt mir gerade. Ihr könnt auch über meinen Dings. Ich habe ja auch die Kopfkamera mit. Das heißt, ich brauche vielleicht gar nicht die Kamera also mitnehmen. Jetzt bin ich mit dem Ding okay. Ja, jetzt habe ich hier schon eine beide Kamera. Wäre möglich. Okay. Ausschlag. Kein Aufschlag. Gib uns ein Zeichen. Das heißt, haben wir schon abgehakt. Okay. Hat jemand eine Teller geworfen? Ich komme mit UV und Bewegungssensor. Ja, aber das Salz kann nicht abgehakt sein, weil es sind keine Fußabdrücke drin. Das ist der Hammer. Ah, jetzt du. Entschuldigung, nimm alles zurück. Hier sind auch Fußabdrücke. Oh, geil. Zeig dich. Gib uns ein Zeichen. Geister Bob. Geister Orb oder was? Nee, Box. Ah, ja, Geisterbox haben wir schon. Ich finde keine Fingerprints bis jetzt. Ich gehe nur draußen nach Orbs gucken. Ich habe die Fenster und die Türen gecheckt und die Lichthalter, oder ist da nichts. Ich glaube, die mal hier. Aber du hast schon UV. Ja. Ja, die Füße haben wir hier schon gesehen. Wer ist das denn? Oh. Bin gerade am gucken. So kleine Partikel.
Ich sehe noch nix. Ich bleib mal gerade da und würde durch meine Cam gucken. Ja, ne, ich hab hier nicht die Kamera platziert auf dem Tisch. Peacemaker, dreh dich mal um. Peacemaker, dreh dich mal rum. Ich habe Kamera auf dem Tisch platziert. Der steht an einem Stativ drin, hinter dem Tisch. Nee, nix Geister-Ops. Okay. Also bis jetzt habe ich noch keine gesehen. Genau. Nimm auf. Der Strom ist ja aus. So, es muss jetzt nur noch eine, damit das mit dem Kruzifix machen, sonst hätte man soweit alles. Ja, ich habe mal eins hingeschmissen, wir können vielleicht noch, jetzt noch ein zweites machen. Okay. Mal gucken. Wir haben noch das... Nee, keine Orbs. Nope, ich gehe wieder rein. Geh rein. Komm rein. Michael, du bist bei 30 Sanity. Nein, du hast 33. Ich jetzt ein Gib uns ein Zeichen. Ja, weil mit Demon hätte er schon längst angegriffen, denke ich. Er hat ins Buch geschrieben. Okay, haben wir schon Box oder? Also wir haben Sprachbox und Buch. Spirit, Oni oder Demon ist es. Jo. Ah, hier habe ich noch einen Knochen gefunden. Oh, bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Wir brauchen unbedingt noch kurz. Gib uns ein Zeichen. Also EMF, Fingerprint oder Freezing. Das bräuchten wir. EMF, Fingerprints oder Freezing? Okay, Atem haben wir nicht. Wasser, Wasser. Hat die Kamera noch ein Foto fürs Wasser? Ja, habe ich. Jupp. Sekunde, ich komme. Ich habe die wieder abgelegt. Wasser ist fotografiert, ich habe noch drei Bilder. Ich guck gerade, ob ich Fingerprints finde, aber ich sehe keinen. Auf jeden Fall, wir brauchen eigentlich. Zeige dich. Gib uns ein Zeichen. Mit EMF5 sein. Sicher? Ich sehe das nicht. Lisa, nein, ich meine, es wird es sein, aber wir sehen es, wir bekommen es gerade nicht, weil ich habe keine Fingerprints. Und das Ding hat ja auch keine. Ihr sollt, glaube ich, mal alle raus. Ach komm, ich gehe auch rein. Wir brauchen ja echt eine Idioten. Ich lege mal das Ding hier gescheit hin. Auf der Boote. Ja, genau. Es war so geplant. Ja. Bei uns flackert nix. Spaß, das wäre jetzt lustig. Achso, wäre. Würde. Gut. Vom EFRE mit 5 Fingerdrücke.
Was war das gerade für ein Ausschnitt? Zeige dich! Wieder. Lisa Jones, bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Gib uns Fingerabdrücke. Zeige dich, Geist. Bist du hier? Feier aus. Nee, so mehr als zwei oder drei. Bist du hier? Ich habe keine. Aber ich habe so das. Ich auch nicht. Ich habe so das Gefühl, es war vorhin, wie jemand das in der Hand hatte auf 5, aber ich bin mir nicht sicher. Hm. Hat jemand das Buch runtergeworfen? Ich glaube auch, dass es einfach. Ah, ne, der steht jetzt hier. Alter. Okay, Fuß, ja. Ja, der aber guck mal, wie der steht. Hey, hör auf, das Ding rumzudrehen. Mach sauber, du Sack. Also ich habe keine Fingerprints, also vielen hätte ich auch keine Sorge. Ich würde sagen, es ist eben keine Lernerfahrung bekommen. Bist du hier? Was sind das für Eigenschaften vom Geist? Vielleicht kann man sie davon ableiten. Also Verhaltensweisen. Es wäre ein Uni. Ein Uni ist, glaube ich, einer, der Sachen bewegt. Also es könnte Mittel sein. Unis sind verwandte Demons, bewegen Stärke, Rücken sind Demon. Aktive in der Nähe. Hand. Sind sie aktiver in der da ist er. Meine Freunde! Frag mich, Adam. Nein! Fuck! Wie hat der Idee? Der war doch am weitesten zurück von uns. Ja, eigentlich schon, aber der ist. Oh, ich hab wenigstens Sünde. Ich bin die ganze Zeit so vor der Tür rumgammeln. Ja, ich auch, ich auch. Wo ist die Fiese jetzt gekommen? Der jetzt runter, kommt, oder nicht? Der kommt locker hier rein, der kommt locker hier rein, der kommt ja nicht hier rein, der ja, kommt aber doch hier rein. Also ich habe ein Bild vom Geist, also wir können jetzt einfach abhauen. Ja, okay. Wo ist PC gestorben, dass wir noch ein Bild von machen können? Unten. Unten am Keller. Habt ihr Bild gemacht? Wurde der Tante beschmissen. Was? Du wolltest mich. Ja. Alter, die arme Opferziege. Oh. Er ist ein gutes Abzocken, um ein Bild von Dings zu machen. Ich wusste, der kommt noch hier rein. Oh. Oh Gott, wir haben eine Tasse. Nimm dir das Spielzeug weg. Oh nein, sie ist verschwunden. Eine Geistertasse. Gut, was haben wir jetzt? Wir haben alle null Sanity. Okay, haben wir wenigstens alles geschafft. Ja, was haben wir denn eigentlich jetzt? Ich bin die ganze Zeit so im Journal, ich lese mir so durch, ihr redet so auf einmal so komisch, ich höre dann auf einmal den Funk, so Störgeräusche, ich denke mir so, als ob jetzt eine Geisterjagd ist, Alter, und die sagt mir einfach nichts, ey. Ja, ich hätte locker einfach weitergelesen. Weil mir bräuchte jetzt noch Gefriertemperatur, hatte man nicht. EMF 5, weiß ich nicht, und Geisterbox. Also ich bin. Nee, Fingerprints. Fingerprints, ja. Ich habe die ganze Zeit mit dem UV-Gerät die Fenster und Lichtschalter und Tür abgeleuchtet. Die ganze Zeit ist nichts. Ich tippe auf EMF 5 und dann Uni. Ja. Genau, weil Unis bewegen Objekte mit großer Geschwindigkeit und sind aktive, wenn Leute in der Nähe sind. Er war relativ aktiv mit Fußdinger. Gut, dann würde ich sagen, drücken wir drauf, oder? Jo. Alle drin? Ich hoffe nicht, die hat es auch geschafft. Gut, ich drück drauf. Er stand am weitesten im Raum drin. Ja, das wundert mich auch, ey. Ich dachte, der holt mich jetzt.
Und was haben wir? Was ist es? Ein Spirit. Ich rede zwei und. Ein Spirit. Ein Spirit. Really? Ja. Krass, verdammt. Umgelaufe. Was hat der Ozon überhaupt? Glaube ich nicht, oder? Es gab Dämon, Uni und noch was. Glaube ich gerade nicht was. Gut, war 32 Fingerprints. Da waren es doch die Fingerprints. Ja, wow, dann. Oh. Wir haben ja zu zweit keine gefunden. So, ich aber in der Zeit die Räume abgeleuchtet. Bedanke ich mich wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, wir hatten alle soweit Spaß. In dem Sinne, haut rein, genießt den Tag und tschüss.